Ich habe total Durst. Aber ich habe nichts zum Trinken. Warum gehst du nicht einfach zu einem Getränkemarkt? Hallo und willkommen zu Just Dance 2014. Willkommen, oh Leute, heute ist wieder Party Time, denn wir spielen jetzt Just Dance und tanzen sogar Just Dance. Hoho, wie der Zufall es so will. Also let's go. Das hatten wir auch erst vor 3-4 Tänzen. Also Folgen meine ich. Red Wine. Ga, ga, yeah, wow. Ich lese total gerne Artikel auf meinem Lieblingsblog, der nennt sich Textblog. Oh du alter, alter Egoist, du stinkst nach Fisch, nein das tue ich nur nach dem Tanzen. Hey, was machst du für komische Bewegungen? Ich bin der Schlechteste in der Gruppe, was mach ich denn? Wie kann es sein, dass sie schon alle einen Punkt haben und ich nicht? Gonna be okay. Just dance. Just dance. Gonna be okay. Dance. 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 And I say dance. So ein Rihanna-Lied, Benjamin, wäre gar nicht mal so schlecht. Auch wenn ich ja insgesamt immer noch hoffe, dass mein Lieblingstanz kommt. Dann haben wir schon mal alle meine Lieblingstänze gehabt. Nämlich White von Jessie J, Applause von Lady Gaga, Turn Up the Love von Far East Movement und last but not least das, was noch fehlt. Bitte, ich weiß gar nicht, heute, wie viele Folgen ich heute aufnehmen werde, aber ich gebe echt Gas, Leute. Just dance. Boah, ich finde die Mosaikbilder teilweise total geil. Dance, dance, di. Hier Ärschle ein bisschen ausstrecken. Das ist die beste Pose immer so, seinen Arsch auszustrecken. Sorry für die Bezeichnung. Ich sag besser Gesäß. Nein, ich sag Po. Po klingt noch ganz nett. Hey, was kommt danach? Achso, ich dachte, es wäre ein Lied, aber das ist nur ein Mosaikbild. Das hat mich gerade verunsichert. Und pressen, so bei der Schwangerschaft, macht man die Pose. Gonna be okay. Just dance. Gonna be okay. Okay, das war jetzt schlecht, wenn ich einen Satz von mir. Just dance, da 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 da. Oh, zu früh, das war blöd von mir, di. Wow. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Das ist auch eine geile Pose, finde ich. Also, ich sag immer Pose dazu, aber eigentlich meine ich Move. Hey, das ist so geil. Deswegen kann ich Just Dance echt nur jedem empfehlen. Du bewegst dich so stark und mit allen Körperteilen, außer du machst es echt billig. Weil ich meine, man kann es ja auch so spielen, was aber nicht Sinn der Sache ist. So ganz ohne Beinarbeit. Die Hände hast du so mehr oder weniger. Die linke Hand musst du nicht mal verwenden, nur die rechte. Zumindest bei der Wii-Version. Deswegen, ich tanze lieber richtig, wisst ihr? Und zumindest ist es so, wenn du dann richtig tanzt, beanspruchst du einfach alles. Du bewegst dich so stark, dass du echt keinen Sport machen musst. Weil das eben Sport ist, logischerweise. Weil danach, vielleicht kennt ihr das auch, es gibt mal eine Woche, die anstrengend war, gerade wenn man am PC arbeiten muss. Und dann sitzt du die ganze Zeit da und dann tut dir alles weh. Und morgens, wenn du aufstehst, hörst du deinen Rücken vielleicht sogar mal knacksen. Im schlimmsten Fall. Kommt selten mal vor, echt, muss ich zugeben. Wenn ich zum Beispiel 2 Wochen mal nichts gemacht habe und es war echt eine anstrengende Woche,
Und dann denkst du auch, hä, Moment mal, ich bin so jung, warum sollte das jetzt sein? Und in solchen Situationen, echt, tanzen. Du bewegst alles. Beim Fahrradfahren bewegst du hauptsächlich deine Beine, ja, aber beim Tanzen bewegst du alles. Und wenn ihr kein Geld habt für einen Tanzkurs oder nicht sowas machen möchtet, dann holt euch Just Dance. Ich meine, selbst wenn ihr sagt, oh, Just Dance, pff, total blöd, ich spiele lieber richtige Games, dann holt es euch so und erzählt es keinem, wenn es euch peinlich ist. Dann macht es aber für euch. Weil es ist mega geil. Deswegen liebe ich Just Dance. Damals war Pokémon so mein Lieblingsgame oder was habe ich noch gerne gezockt? Mario, Zelda, heute auch noch, ja klar. Aber Just Dance ist für mich auf Platz 1, das ist mal was ganz anderes. Ich bin sowieso eher vom Hardcore-Gamer zum Casual-Gamer geworden. Was ich damals nie gedacht hätte. Damals dachte ich, als ich zum ersten Mal den Begriff gehört habe, oh Gott, ich werde für immer Hardcore-Gamer bleiben, also so. Oder Core-Gamer, besser gesagt. Und dann bin ich irgendwie echt so in Casual reingerutscht. So gerade so Spiele für zwischendurch. Ich glaube, je nachdem, wie man da stark involviert ist in Sachen Arbeit, spielst du dann lieber kurzweilige Spiele. Und deswegen bin ich jetzt eher voll der Casual-Typ geworden. Ich spiele auch richtige Stories, aber na, das mal so nebenbei ein bisschen machen. So für zwischendurch ist es immer ganz cool. Okay, Starships. Was habe ich denn gerade eben gewählt? White, oder? Seht ihr, ich war so vertieft, dass ich gar nicht mal weiß, dass ich gewählt habe. Let's go away. A, son of an A. And we can run. And we can run. Ich habe total Durst. Aber ich habe nichts zum Trinken. Warum gehst du nicht einfach zu einem Getränkemarkt? Ich erfinde wieder total dumme Texte, aber das juckt ja keinen hier. Ich würde mich interessieren, ob alle Just Dance schauen, die mich abonniert haben. Oder gibt's da ein paar Leute, die das ungern schauen? Ich weiß zum Beispiel, dass Jaron nicht gern Just Dance schaut. Aber das ist echt so. Das ist echt so eine Sache, die mich total interessiert. Wie viele Leute gibt es, die mich abonniert haben wegen meinen Videos, die mich abonniert haben wegen nur meinen Just Dance Videos oder die mich abonniert haben wegen Videoblogs oder sonst was? Zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich muss mal überlegen, wer kommentiert oft Videos, aber lässt sich sonst nie blicken. Mal gucken, überlegen. Ich muss mal kurz überlegen. Also Jaron, ich glaube, wenn ich jetzt Jaron anspreche, der sieht es nicht. Außer Claudia oder Isa sagen es ihm im Chat abends. Aber Jaron, nee, ich glaube, der guckt es nicht. Also ist kein Problem, das interessiert mich nur. Ich zwinge ja niemanden, was zu sehen. Und natürlich gibt es verschiedene Geschmäcker und nicht jeder soll Just Dance lieben und so verrückt sein wie ich danach. Auch wenn ich es mir wünsche. Ich sollte echt mit Ubisoft reden. Ubisoft, ich mache so viel Werbung für euch. Bitte, lasst mich wenigstens ein paar Goodies bekommen. Ich hätte so gerne Kleider von Just Dance. Also auch gerne weibliche Kleider zum Ausstellen. Auch wenn es ein bisschen komisch kommt, wenn ich dann sowas in meinem Zimmer stehen habe. Und dann alle denken werden, sorry, bist du irgendwie jetzt doch vom anderen Ufer oder was? Das wird ja manchmal gedacht, wenn man meine Just Dance Videos sieht. Vor allem, wenn ich dann gerade bei Lady Gaga diesen einen Move mache, den mache ich euch gleich mal vor, wenn ich hier eine kurze, freie Move-Pause in Starships habe. Meine Mädel, eine Chaka. Das ist geil. Oh, ich war zu schnell. Starships. Ich glaube, ich mache es euch einfach kurz in der Pause vor. Ihr wisst vielleicht sogar, was ich meine, wenn ihr aufmerksam schaut. Die eine Pose, die alles andere als männlich aussieht. Und zwar ist es da, wo du... oh Gott, an welcher Stelle kommt es jetzt? Ich muss mich hier konzentrieren und der Multitasking geht mit Bewegungen nicht, wenn ich an andere Bewegungen denken muss. Das kommt kurz vorm Refrain. Oh, dann auch komm, Gimme! Gimme habe ich vergessen bei der Aufzählung meiner Lieblingstänze. Ist nicht das, was um die kam, logischerweise, was schon ab und zu kam. Aber, da bin ich auch recht gut. Würde ich behaupten. Starships müsste ich auch mal üben. So, jetzt, pass auf mal, das ist die Pose. Moment. Ich hoffe, man sieht alles. Oh Gott, was sind die da? Ich weiß gar nicht, aber das gibt zumindest so.
Okay, ich habe jetzt ein bisschen übertrieben. Aber einfach diesen Schwung mit der Hüfte. Wenn ihr mich mal treffen solltet, sprecht mich drauf an und ich mach's für euch vor. Ich hab echt, mir ist total egal, ob das jemand sieht. Also ich mach mir da nichts draus. Sprecht mich einfach drauf an und sag, ey, zeig mal kurz die Pose, dann mach ich das für euch. Dann seht ihr, ich sollte echt bei Jimmy's Sex Topmodel mitmachen. Ich sag ja, mein Stoffwechsel hält mich schlank, zumindest noch ein paar Jahre. So viele Jahre auch nicht. Ich glaube, es geht in 3 Jahren bergab, würde ich behaupten. Hab ich das richtig im Kopf? Ich hab jetzt nur mal gesehen. Egal. Mädchen gegen Jungs? Jungs natürlich. Also hier kämpfe ich immer für die Jungs. Weil zum Beispiel bei Fragen wie Romeo oder Julia nehme ich gerne mal Julia, weil es mehr Punkte gibt. Aber hier kämpfe ich für uns Männer. Also gut. Gimme, gimme, gimme. Von ABBA. Ja, okay, sie heißen ABBA, ich bin ja schon still. So, hier mit dem mega schönen Kleid. Oh Mann, ich mag jetzt nicht. Ja, ich bin total beleidigt. Niemand wollte mit mir tanzen. Was guckst du so, hä? Ja, ja, ja. Die hat echt schöne Waden, finde ich. Na, das heißt, komm. Ich bin ja so ein Weinfetischist, müsst ihr wissen. Ich bin in den Top 3, das ist schon mal ein schönes Zeichen für mich. Oh, das habe ich jetzt ein bisschen verpennt, die Pose. Ja, ich bin gut durchgekommen. Die hätten echt mehr Tänze von ABBA reinbringen sollen. So Waterloo wäre geil. Waterloo. Aha, ne, das war Wulewu. Jetzt bringe ich schon Tänze, Lieder durcheinander. Aber Wulewu wäre auch geil. Wulewu. Aha, when I was here, aha, we sing any, aha. Man after midnight, won't somebody help me, cause the shadow's away. Ja, ich und meine Songtexte. Die sind mehr als erfunden. Mir ist aufgefallen, immer bei dieser Pose hier, bei dem Move, mache ich immer dieses. Warum auch immer. Ich habe echt manchmal so einen Schaden. Jetzt habe ich mich gerade zum Takt gekratzt an der Schulter, beziehungsweise nicht an der Schulter, aber. An der Brust. Oh nee, ein X. Wisst ihr, was das für ein Punktverlust ist? Das ist so die beste Pose, da gehe ich voll ab, finde ich. Ja, man muss sich auch manchmal selbst loben. Schon wieder ein X. Ey, wie mich das ankotzt. Schon wieder! Kein Yeah! Okay, ich kann's vergessen. Easy gewinnt. Außer sie verpasst jetzt auch ein Yeah. Und ich krieg nur noch perfekt. Okay, aber ich kämpfe auch dafür, ich sag's euch. Was ist mit Claudia wieder los? Schläft sie? Claudia, du schläfst. Ich muss Claudia ein bisschen nerven und ärgern. Gimme, gimme, gimme a man of the midnight. So cool. Mädchen-Selfie gewinnt, super ey. Jungs, was macht ihr? Kann es sein, dass wir zum ersten Mal verlieren? Ach man, nur weil ich diesen scheiß Punkt da nicht bekommen habe. Aber hier kann ich auch richtig gut perfekt abstauben. Ich hab's einfach sau oft getanzt, müsst ihr wissen. Oh, ein gut. Aber Easy ist auch gut dabei. Die krieg ich nicht so einfach. Ah, jetzt hab ich sie. Jetzt hat sie mich wieder. So weit weg kann ich gar nicht sein. Hätte ich nur das eine Yeah, dann wäre ich wahrscheinlich auf dem ersten. Nein, zu früh. Ja, ich habe das Yeah noch bekommen. Oh, schon wieder ein X.
Gimme, gimme, gimme a man of the midnight. Take me to the darkness, to the break of the day. And I say, gimme, gimme, gimme a man of the midnight. Komm, jetzt nur noch eine perfekte Serie und hoffen, dass ihr sie missbaut. Und dann hab ich sie. Ah, komm! Oh, danach kommt Rich Girl, okay? Ja, warum nicht? Nein! Easy, herzlichen Glückwunsch. Du bist echt unschlagbar. Sau coole Tänzerin, sau gute Tänzerin. Oh, ich krieg sie nicht. Ich hab sie bisher nur ein einziges Mal besiegt. Shit! Eieiei. Meine Lieben, wir sehen uns in der Endcard. Ciao. Wir haben die 30 erreicht und damit sage ich vielen lieben Dank fürs Zusehen der 30. Folge von Just Dance 2014 online gegen die ganze Welt. Wenn ihr mehr sehen wollt, wie immer kein Problem, hier Folge Nummer 29, da sind wir noch unter den 20ern, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Oh, und hier Folge Nummer 31. Zeigt es euren Freunden, spielt das Video ab, wenn ihr auf Party seid und wird eine geile Sause. Oder so. Haut rein und bis dann.